Bereits der 10. Part von Mario Kart 8 steht da. Und diesmal wollen wir natürlich auch noch den Pilz Cup gewinnen. Alles anderen bereits gewonnen. Teilweise sogar mit 3 Sternen. War natürlich sehr geil drauf. Und ja, mal gucken, wie gut das natürlich diesmal abschneiden. Hier im Pilz Cup. Grand Prix Stern natürlich sehr gerne. Mit Wario diesmal, wie es bereits im letzten Part noch angekündigt hatte. Okidoki. Ja, im letzten Part haben bereits die Credits gesehen. Also soweit ein. Es scheint bereits alles durchgespielt, wobei, also uns fehlen immer noch ein paar Charaktere und noch viele Kartteile. Und ich hoffe, ich schaffe in diesem Offline-Let's Play noch alle Charaktere freizuschalten. Hier im Mario Kart Stadion. Okay. MKTV! Ja, Mann! Welcome! Bullet Bill, Mario Motors, okay. Sehr viele Sponsoren und Wario auf dem letzten Platz. Mal gucken, wie er sich so zocken lässt. Also Weg, Mann. Ja, liegt gut in der Hand. Sehr gut. Da geht es nicht ganz schnell in die Kurven, wie es noch Bowser und Donkey gemacht haben. Liegt aber vermutlich auch daran, dass wir hier ein Kart fahren und nicht ein Bike. Eine stinkige Banane, ey, was soll denn das? Alter! Scheiß Mario, ey, ich hasse dich, ey! Alter, Mann, das erinnert mich immer ein bisschen an, welches Spiel war schon wieder? Super Mario Land 3, beziehungsweise Wario Land. Alter, da war Mario am Schluss so fies, ey. Ja, ich glaube, das einzige Spiel, wo ich jemals Mitleid mit Wario hatte. Boom! So, warte, da vorne. Mal hinten parken. Ja, also eine Kurve geht nicht ganz schnell wie die anderen. Das könnte vor allem im Regenbogenboulevard ein Problem werden, aber hier fürs Erste sieht es soweit mal gut aus. Immer schön um die Kurven gleiten. Und schwubidubi! Ja, Mann! Ganz geil! Und da kommt ein Blooper. Oh, oh nein, aua. Und da kommt ein Blitz. Sehr schön. Blooper und Blitz. Ja, was für ein Witz, ey. Was ist da hinter mir? Ist das Selina? Oder Peach? Das ist im Fernsehen gar nichts. Ich sehe es doch nicht, Mann. Alter. Der Zügel warte. Yeah. Wario ist so richtig schön fies. Das finden viele richtig mies. Doch Wario, der ist nun mal ein richtiger Siegertyp. Wow. Denn Wario ist Number One. Mookies for the win. Und eine fette Wampe for the win, wie es aussieht. Eine rote Nase oder eine rosa Nase plus Zwiebelbart, also war das schon eine Nummer für sich. Alles klar, oh. Erst Rennen bereits gewonnen, mal gucken, wie es weitergeht. Dann vielleicht sogar noch meine Theorie testen, ob wir wirklich mit der maximalen Punktzahl, sprich mit 60 Punkten, echt auch automatisch 3 Sterne bekommen. Der Wasserpark. Subcoaster. Der hat doch beim letzten Mal ziemlich, ja, abverreckt, war. Kann man wohl so sagen, siu! So, wer ist hinter mir? Wario! Haut alle ab, Mann. Okay, der bringt auch gut zum Gegner wegzuscheichen. Sehr gut. Ah, oh, jetzt besser behalten. Nein! Nein, direkt 2 ist klar. Hallo, ja, Mario ist cool. Du bist der cool drauf. Du. Mario, ja, ist gut. Was ist der erste rote Panzer? Ja, den hatten wir schon mal in diesem Let's Play. Ich weiß, kommt aber trotzdem selten vor. Ich frage mich, ob es wohl möglich ist, als erstplatzierten blauen Panzer zu kriegen. Ich weiß, es bringt natürlich gar nichts, weil du sowieso schon erster bist. Aber trotzdem mal so Wahrscheinlichkeitsberechnung. Irgendwo 1%, na toll. Kaum Rede vom blauen Panzer, schon kommt der! Was? Was ist das gerade? Also wenn ich kein Item habe und ZL drücke? Dann furzt er jetzt meine Runde, okay.
Wow, so. Lalalala, wo sind denn die schon wieder? Die sind mir doch alle einfach zu wieder. Yeah, Wario Number One, Hilfe. Wo sind die anderen? Hallo? Sehe ich gar nicht mehr. Die sind so weit hinten. Zack, schon bereits die Münzen zusammen. Geil. Wuhu! Yeah! Wuhu! Wah! So. Passt schon sehr viel mehr her, obwohl ich eigentlich mit der Stimme ein bisschen aufpassen sollte. Weil ich habe immer noch eine so leichte Erkältung und so einen leichten Kratzen, obwohl seit heute geht's eigentlich. Aber ihr wisst ja, man soll nichts, wenn man gerade erst eine Erkältung hinter sich hat, unbedingt gerade also da auf 100% setzen. Das soll man sich ein bisschen schonen. Ja, Mann! Also irgendwie weiß ich auch nicht, das letzte Mal war es irgendwie viel schwieriger. Wario ist einfach so krass, Mann. Oh, ist ja klar. Kam jetzt zum blauen Panzer. Sah fast nach aus. Okidoki, sagt der gute alte Doki, Donkey, so geht er gar nicht, egal. Der zuckersüße Canyon. Da kriegst du bereits im Anblick schon Zuckerschock. Und trotzdem kriege ich gerade Hunger, verdammt. Ja, mein Magen knurrt auch gerade. Ist ganz toll. Lebkuchen von mir rechts. Links, rechts in der Yoshis. Lebkuchen, yay, yeah, geil, Mann. Lebkuchen tot, ganz links oben. Jo, so. Mal gucken, man natürlich mit seinen großen, fetten Reifen muss natürlich was kompensieren, nicht wahr? Wario hingegen natürlich kleine Reifen, weil er muss natürlich nicht kompensieren, sondern antikompensieren. Was? Das ist ein Quatsch, ey. So, ob er einen zu großen hätte. Wieso er denn keine Frau, wenn er einen zu großen hat? Verstehe ich nicht. Seht ihr, kann gar nicht sein. Im Gegenteil, war er sicher ein kleiner, will es einfach nicht anmerken lassen. So ist doch. So, tschüss. Ah, verdammt, da kann ich nie Mario wegschlagen, natürlich geht's nicht. Ja, wuhuhu, wieso lachst du überhaupt? Ist der jetzt noch Zweiter? Wenn es mal Alter mal bleibt, Dritter! Autsch! Ganz gesagt, oh! Da wir Baby Rosalina! Du, du, du. Yeah! Autsch! Was ist denn los, Leute? Nein, ist schon wieder! Au, oh, ihr habt es gerade dann gekommen, ich dachte gerade, soll ich ausweichen? Nee, natürlich nicht, lass mich treffen. So, komm schon, Torpedo, Blitz! Oder Panzer. Alter, ich will mal etwas Besseres haben. Ich hatte echt nie noch... Ja, danke schön. Ich hatte echt nie irgendwie einen blauen... Noch einen blauen Panzer, doch mal, das stimmt. Aber irgendwie einen Blitz oder drei rote Panzer, doch hatte ich auch schon. Was sehen wir überhaupt noch? Das steht natürlich auch schon. Ja, verdächt eigentlich noch der Torpedo und der Blitz. Nicht schon wieder, Alter! Aber ich eine rote. Alter, habe ich irgendwie das Patent auf die roten. Die roten gepacht oder was? Kann ja wohl nicht sein. Schmeiß nach vorne. Mario! Nicht schon wieder? Nein, nicht mich, Alter! Wie kann nur so ein Pech haben? Das ist bereits der fünfte rote Panzer, mein Arsch. Alter! Mein klar, rot ist eine coole Farbe, aber trotzdem möchte ich nicht ständig im Arsch haben. Lecker Honig, vor allem sehr gut für Halsschmerzen, kann ich unbedingt empfehlen, Freunde. Aber Reizhusten, Honig ist einfach genial, in der Hinsicht. Ach, da war die dritte Runde, ey, und ich komme zu gar nichts. Okay, ich bin momentan so dritter. Nein! Ah, verdammt! Ist klar, wieso? Oh, Menno, ich war gerade so gut dabei. Komm schon, friss sie, friss sie! Das gibt's nicht, hey. Sechster, ist das peinlich. Oh, na klar führe ich noch, aber trotzdem wollte ich 3-Sterne-Rang haben. Oh, weiter könnte ich Offscreen machen muss für 3 Sterne. Ist das übel. Oder ja, ich mache halt irgendwie 50er und 100er und habe dann auch 3 Sterne. Weil das wird ja scheinbar irgendwie übernommen. Du.
Ein Sprinter muss scheinbar einfach irgendwie nicht pro Schwierigkeitsgrad in den Cup gewinnen, sondern einfach nur insgesamt jeweils einen Cup gewinnen. Ich könnte irgendwie im 50er könnte ich einen Pilzcup gewinnen, im 100er einen anderen Cup. Und habe trotzdem noch alle zusammen. Ja, finde ich auch ein bisschen crazy. Ich muss nachher noch schauen, ob das wirklich so ist, aber momentan scheint es fast so. Ja, hier wäre jetzt natürlich ganz das Kart ganz geil, wenn ich besser in die Kurve rumkäme. Oh, ich stelle mich einfach besser drauf an. Nein. Oh, nicht die großen Fetten schon wieder. Wer ist die großen Fette? Ja, du natürlich. Wario! Geht durch die Lüfte! Mamma mia! Ja, du kannst natürlich alles, Wario. Wer gelb und lila trägt, natürlich alles. Und vor allem, dem es noch so gut steht. Also, lila tragen, damit es einem gut steht, muss er es noch können, ey. Wuhuhu, yeah man, I believe I can land. Ja, ich kann landen, toll. Eine scheiß Blubbersee. Die bringen dir auch eh meistens nix. Da geh ich nicht mehr auf Nummer sicher. Yeah! Echt fies, was du einem so ausweichen kannst. Natürlich musst du erst noch sehen. Also das wäre vielleicht ein Fehler, dass ich das Item nicht mitgenommen habe. Mario, ey. Ah, ist aber ziemlich hartnäckig da hinter mir. Wer ist das überhaupt? Da ist Mario, sehe ich gerade auf dem Wii U Gamepad. Und natürlich sehe ich ihn hier auf Strecke. Toll. Das meinte ich vorhin im letzten paar von den Credits, hey. Und dann auch berichtet haben wegen, was ich eher negativ finde, wenn du einmal aufs Gamepad guckst, bist du bereits an der Strecke weg. Wow, das war vielleicht ein Fehler! Alter, Daisy! Momentan sieht's aber noch gut aus. Wuhu und weg hier! Du erwischst mich nicht mehr, wo bist du jetzt? Hinter mir, aber erwischst mich nicht mehr, denn Wario ist Number One! Die Furzhupe! Natürlich exklusiv für Wario! Und wir haben es geschafft, Freunde! Wir haben alle vier Rennen gemeistert und den ganzen Cup gewonnen. Einfach genial. Jetzt bin ich mal gespannt, kriege ich jetzt einen Stern noch, weil ich 52 Punkte habe. Und ich annähernd bei 60, also von dem her ein Stern, könnte doch klappen, wa? Hm. Dann ist das dann irgendwie von Rängen ab, sprich irgendwie Firmenrang 1 gibt 3 Sterne und sobald du nur 3 hast und dann irgendwie, ja, irgendwie weiter als Rang 3, also sprich höher als Rang 3 und vielleicht sogar nur 1 Stern, irgendwie so etwas. Keinen Schimmer. Sieht fast aus, was ist ein Gespiegelmodus freigeschaltet? Auch ne, gibt's ja auch noch. Das ist noch ein Charakter freigeschaltet, schön. Also, wie wir das Beitrag posten? Nö, diesmal nicht. Keinen Beitrag, keinen Bock drauf. Der gespiegelte Cup. Ach du Scheibenkleister. Dann mal angucken, wie das aussieht. Grand Prix. Gespiegelt. Ihr seht das, wenn ich hier. Ist alles irgendwie das gleiche, was? Sprich, egal ob ich jetzt 50, 100 oder 150 zocke. Das ist alles irgendwie addiert für ein Gesamtwerk. Und natürlich hier gespielt wird komplett was anderes, muss ich also neu zocken. Ja, wir schauen halt doch. Pro Cup nach Gewinnen kriege ich einen neuen Charakter. Oh Mann, oh Mann. Also gut, wie gesagt, aber jetzt das die restlichen hier. Sprich die restlichen Sternmodus hier werde ich noch ja, Offskin zocken. Noch einmal bei Gelegenheit sein. Und dann im nächsten Part beginnen wir hier mit dem gespiegelten Cup. 150er auch, toll. Natürlich lustig, so. Michael ist dabei! Was? Achso, kann man selber bei. Okay, die Mii-Charaktere selber. Ja, dann ist natürlich hier noch einer. Mal gucken. Einer? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber es sind noch 8 Rennen. Sprich, 8 Cups. Mal gucken. Rosa Gold Peach. Michael! Was? Player? Mike. Wie ist aber zweimal Michael? Hey, nur ein Mii.
dass der vielleicht auf einem anderen Kanal habe, sprich auf der weißen Wii U, und das jetzt der halt auf meiner Premium Wii U, sag ich jetzt mal. Damit es auch politisch korrekt klingt. Keine Ahnung, Freunde. Bisschen überfragt. Aber okay, was haben wir noch für Charaktere, die das ausprobieren könnte? Haben die? Nehmen wir Waluigi noch, wa? Das ist umgekehrt, sprich auch das L und so. Und Waluigi! Das Flammeball! Ich hoffe, das ist auch ein bisschen cool drauf. Alter! Geil aus. Wir sind die Kleinen und die Besten in Geschwindigkeit und so. Ist doch doof. Retro-Metall, Schwamm. Oh, ein bisschen schwammig, okay, sagen wir mal schwammig. Holzglas geht so auch. Ich bin ja so ein Fan von Holz. So, was haben wir hier Schönes noch? Nehmen wir das hier, war klassisch. Die 8, nee, natürlich, das L, das Umgekehrte. Waluigi. Die gespielten Cups, Freunde. Ach du Scheimkleister. Nächsten Part wird es ja losgehen, wenn die alle noch rocken. Sprich, 8 Parts kommen sicher noch. Und danach mal gucken, wie lange das Let's Play noch down wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschau zusammen.